Ich habe mich für eine Verein entschieden, weil ich hier nochmal unter professionellen Bedingungen arbeiten kann und mit den Jungs hoffentlich eine erfolgreiche Saison spielen kann und dann schauen, was geht einfach. Ja gut, in die Stadt bin ich mal reingefahren, aber jetzt Großjena habe ich noch nicht kennengelernt. Das wird aber mit der Zeit auf jeden Fall kommen. Auf jeden Fall die U-Nationalmannschaft Einsätze für Deutschland in 18 und 19 und was ein Highlight war, in Uerdingen bin ich mit denen in die dritte Liga aufgestiegen. Nee, es ist nicht mein Spitzname, aber der kam von meinem alten Verein. Da gab es mal einen Spieler, der wurde Chef genannt, weil er sich immer so schnell beeilt hat und das habe ich ein bisschen abbekommen, aber nein, mein Spitzname ist Josh und nicht Chef. Ich bin auf jeden Fall pro Ronaldo. Ronaldo war immer schon mein Lieblingsspieler, Außenbahnspieler, ich selber Außenbahnspieler. Und ja, pro Ronaldo auf jeden Fall. An sich hat es keine große Bedeutung, bloß es war halt meine erste Nummer im Herrenbereich, mein erstes Trikot 33 Endriss. Und seitdem habe ich bisher immer bei jedem Verein im Herrenbereich die 33 getragen. Mittlerweile weniger, in meinen jüngeren Jahren war ich FC Schalke-Fan. Dieses Jahr konnte ich nicht so die, also ich habe die Daumen gedrückt, aber es ging ja leider wieder nach unten. Tivoli in Aachen war super. Sonst, ja, 60 haben wir gespielt. Die beiden würde ich schon sagen, Highlight-Stadions. Pizza. Eine schöne Pizza. Pizza ist mein Lieblingsessen und das soll meine Einkaufsmasse sein. Na klar, ich möchte Tore und Vorlagen für Karl Zeiss Jena schießen, aber, oder vorbereiten besser gesagt. Aber jetzt bisher ein persönliches Ziel habe ich mir auf jeden Fall noch nicht gesetzt. Ich will der Mannschaft helfen mit guten Leistungen und das ist, denke ich, der beste Weg. An euch Fans, ich wünsche, dass wir eine super Saison haben, dass sowohl wir wie auch ihr uns immer tatkräftig unterstützt, dass wir eine Gemeinschaft werden und dann vielleicht ein Ziel schaffen, eine gute Saison zu spielen und mal gucken, wo wir dann am Ende der Saison stehen.